Straßen erschließen das Land. Sie führen durch die Schönheit der Natur und verbinden Städte und Dörfer miteinander. Straßen sind Lebensadern. Sie durchziehen Berge und Täler und führen in die Welt hinaus. Wir fahren auf den Straßen dahin. Spielend überwinden wir den Raum. Motoren bestimmen den Rhythmus unserer Zeit. Wir genießen die Schnelligkeit und können sie beherrschen. Die Technik des Fahrens ist zu einer Selbstverständlichkeit geworden. Man vergisst dabei, wie unmittelbar Gefahren abtreten können. Man vergisst, dass man als Straßenbenutzer nicht nur für sich, sondern auch für die anderen verantwortlich ist. Man vergisst, dass es im Straßenverkehr Regeln gibt, die eingehalten werden müssen. Der Straßenverkehr ist an keinen Fahrplan, an keine Schiene gebunden. Das erheischt von jedem Einzelnen Zuverlässigkeit und Disziplin. Wie schön ist doch eine Fahrt über Land. Der Sportwagen ist unachtsam in die Kreuzung gefahren. Die Limousine, von rechts kommend, hätte den Vortritt gehabt. Bei Kreuzungen ist die Geschwindigkeit zu mäßigen und einem gleichzeitig von rechts kommenden Fahrzeug der Vortritt zu lassen. Das auf der Hauptstraße verkehrende Motorfahrzeug hat immer den Vortritt. Im Eifer des Spiels ist ein Kind arglos auf die Straße gerannt, direkt vor die Räder eines Lastwagens. Den Chauffeur trifft keine Schuld. Das Kind ist tot. Eltern und Erzieher, behütet das Leben eurer Schützlinge. Haltet sie von den Straßen fern. Die Straße ist kein Tummelplatz für Kinder. Wie verlockend ist das breite Band der Landstraße. Der Fahrer kann der Versuchung nicht widerstehen, er gibt Gas, der Motor kommt auf Touren, wie ein Rennfahrer saust er die Kurve und schneidet sie. Das hat der Mann im Auto nicht gewollt. Nun lastet ein Menschenleben auf seinem Gewissen. Der Radfahrer war unschuldig. Er ist auf der rechten Straßenseite gefahren. Die Ursachen dieses tödlichen Unfalls sind übersetztes Tempo und Kurvenschneiden. Die Geschwindigkeit war den gegebenen Straßen- und Verkehrsverhältnissen nicht angepasst. Das Auto ist in der Kurve links statt rechts gefahren. Am Morgen des 11. Mai wurde in der Nähe von Elk, am Fuße der an dieser Stelle ungefähr 4 Meter hohen Straßenböschung, ein umgestürztes Personenauto entdeckt. Der Fahrer am Steuer war tot. Die vorläufige Untersuchung des Tatbestandes durch die Kantonspolizei hat ergeben, dass das Unglück auf den schlechten Zustand der Bremsen zurückzuführen ist. Der Verunglückte hinterlässt eine Frau und 3 kleine Kinder. Thank you.
folglich bringen Verantwortungslosigkeit und Gleichgültigkeit Trauer und Leid in viele Familien. Verkehrsunfälle können aber verhütet werden, wenn sich alle Straßenbenutzer an die Vorschriften halten und aufeinander Rücksicht nehmen. Die geringste Fahrlässigkeit, die kleinste Unachtsamkeit, eine geringfügige Abweichung von den Bestimmungen kann die schwersten Folgen haben. Dieser Mann wollte mit seinem Motorrad den Platz überqueren und in eine der angrenzenden Straßen einbiegen. Er hat die Fahrtrichtung nicht angezeigt und außerdem nicht beachtet, dass das von rechts kommende Auto den Vortritt gehabt hätte. Obwohl beide noch auszuweichen versuchten, war die Kollision nicht mehr zu vermeiden. Der Motorradfahrer wird diese scheinbar geringfügige Fahrlässigkeit schwer büßen müssen. Wahrscheinlich wird er seinen Beruf nicht mehr ausüben können. Straßenbahn ist das wichtigste Verkehrsmittel unserer Städte. Das an Schienen gebundene Fahrzeug stellt eine gewisse Erschwerung des Straßenverkehrs dar, da es einen festen Kurs einhalten muss und nicht beliebig ausweichen kann. Dieser Tatsache wird dadurch Rechnung getragen, dass die Straßenbahn stets und unter allen Umständen das Vortrittsrecht hat. Diesmal ist der Lastwagenführer mit dem Sachschaden und einer Geldbuße davongekommen. Alle Meldungen über Verkehrsunfälle treffen über die Telefonzentrale der Hauptwache ein. Hier werden Sie vom Machtchef entgegengenommen und sofort an die Alarmgruppe weitergeleitet. Gleichzeitig wird die Sanität alarmiert. Die Alarmgruppe, welche Tag und Nacht auf Pikett ist, besteht aus dem Gruppenchef, einem Detektiv, einem Zeichner und dem Fotografen. Wenige Minuten nach Ausgang